Sicherlich kann nicht jeder Reisende so begrüßt werden. Doch heißen wir alle Gäste herzlich willkommen. Rostock trägt seit Jahrhunderten den stolzen Greif im Wappen und hat Besucher in seinen Mauern immer wieder gern. Die größte Stadt des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern ist auf verschiedenste Art schnell und günstig zu erreichen. Der Flughafen Rostock-Lage wird entweder direkt angeflogen oder aber man gelangt über viele wichtige Großflughäfen hierher. Fährlinien und kurze Überfahrtzeiten über die Ostsee verbinden Rostock mit allen skandinavischen Ländern. Auch über die Schiene ist man schnell und bequem in Rostock. Die Stadt ist Teil des gut ausgebauten deutschen Eisenbahnstreckennetzes. Beziehungsweise man wählt die Autobahn und ist nach 2 Stunden Fahrzeit bereits aus Hamburg oder aber der Hauptstadt Berlin bei uns. Die Geschichte der Stadt ist aufs Engste mit dem Wasser verbunden. Am Ufer des Flusses Warnow, unweit von St. Petri, stand die Wiege der Stadt, die vor fast 800 Jahren gegründet wurde. Der stolze, 117 Meter hohe Kirchturm ist weit bis aufs Meer hinaus zu sehen. Er ist für die Seeleute Landmarke und Wahrzeichen zugleich. Auf Schritt und Tritt norddeutsche Backsteinarchitektur, die zu allen Zeiten das Gesicht der Stadt prägte. Die ehemals schützende Stadtmauer mit dem Kröpeliner Tor aus dem 13. und 14. Jahrhundert als Teil der alten Befestigungsanlage konnte zum Teil erhalten bleiben. Das Kuhtor gilt als der älteste Torturm Norddeutschlands. Im klassizistischen Stil ist das Mönchentor als letztes von einst 12 Strandtoren erhalten geblieben. Mehrmals wurde das Steintor baulich verändert. Trotz seiner schlichten Architektur beeindruckt dieser dreigeschossige Backsteinbau immer wieder. Mitten im Zentrum befindet sich der wohl bedeutendste Rostocker Sakralbau, die Marienkirche mit ihrer mehr als 4 Jahrhunderte langen Baugeschichte. Bedeutsam sind hier unter anderem Taufhünte, Kanzel, die imposante Fürstenloge mit der darüber liegenden Orgel und der Hauptaltar. Doch die astronomische Uhr wird sicherlich das größte Interesse der Betrachter der auserlesenen Ausstattung finden. Diese bedeutende handwerkliche Leistung stammt wahrscheinlich aus der Werkstatt eines Nürnberger Meisters. Das außergewöhnliche Gerät zur Zeitbestimmung gehört mit zu den spätgotischen Sehenswürdigkeiten der Kirche. Überschlanke Fenster und glasierte Farbziegel sind typisch für die äußere Architektur der Basilika. Vis-à-vis am Marktplatz das Rathaus mit seinen 7 Türmen, dieser für Rostock so typischen und oft wiederkehrenden Zahl. Im Laufe der Zeit wurde es mehrfach verändert. Der barocke Vorbau ist Blickfang des Gebäudes und sucht rund um die Ostsee wohl seinesgleichen. Die Zeit der Hanse war eine Blütezeit für die Stadt, verhalf ihr nicht nur zu Reichtum und Wohlstand, sondern prägte sie auch entscheidend. Überall trifft man auch noch heute auf die Spuren jener bedeutenden Epoche. Die Hanse, das war ein starker Wirtschaftsverbund der Kaufleute, vor allem aus dem Nord- und Ostseeraum. Ihm gehörten fast 200 Städte an. Rostock ging als eine der ersten und einflussreichsten Hansestädte in die Geschichte ein und gehörte dem Bund rund 300 Jahre an. Es sind die großen Speicher und die prächtigen Häusergiebel, die von Reichtum und Macht der Stadt und seiner Bürger zur damaligen Zeit noch heute künden. Besonders prunkvolle Giebel entstanden zu mittelalterlicher Zeit an den Kaufmannshäusern. Neben den Toren und Türmen sind es vor allem die typisch norddeutschen Speicher und Giebelhäuser, die das Gesicht einer jeden Hansestadt mitbestimmen. Wer solchen traditionsreichen Rostocker Bauten begegnen will, findet diese überwiegend in der östlichen und nördlichen Altstadt. Unterschiedliche Epochen und Stile beleben die charakteristische norddeutsche Bautradition. Sie reichen in der Stadt von den ältesten spätgotischen Bauzeugnissen über die Renaissance, den Barock und den Klassizismus bis hin zu einfühlsamen Beispielen moderner Architektur. Die Rostocker leben nicht nur am Wasser, sondern das nasse Element gehört hier auf unterschiedlichste Weise direkt zum täglichen Leben. Wasserspiele inmitten der City sind nichts Außergewöhnliches, wie hier auf dem Universitätsplatz.
Der prachtvolle Barocksaal, der ehemalige Ballsaal der Herzöge von Mecklenburg, wird heute genutzt für Konzert-, Theater- und Opernaufführungen. Mittelpunkt der Stadt ist der Boulevard. Hier pulsiert das Leben. Die zur reizvollen Fußgängerzone umgebaute Kröpeliner Straße gehört dazu. In der Innenstadt ist eigentlich immer etwas los. Viele der hier stattfindenden Veranstaltungen haben dabei eine längere Tradition. Der Citylauf der sportbegeisterten Rostocker steht jedes Jahr genauso fest im Terminkalender wie Kleinkunst- und Boulevardfeste. Für Groß und Klein gibt es dabei stets Interessantes zu erleben. Das Stadtzentrum lädt nicht nur zum Shopping und Flanieren ein, sondern Restaurants und Cafés auch zum Verweilen. Die Jüngsten bevorzugen da eher eine Abkühlung, direkt in der modernen Magistrale, die in ihrer architektonischen Gestaltung an die Backsteintraditionen anschließt. Nach einem Stadtbummel empfiehlt es sich, in eine der unverwechselbaren urigen Kneipen einzukehren, die ein wenig abseits vom großen Trubel der Hauptstraße zu finden sind. Egal wo man hinschaut, immer ist man in Rostock in der Nähe des Wassers, doch stets auf ganz unterschiedliche Weise, diesmal sehr künstlerisch. Apropos Kunst, hier kann man in Rostock vielerorts begegnen. Hier eine Plastik in Erinnerung an einen bekannten Dichter und dort für einen Afrikaforscher, beide Söhne der Stadt. Doch für Rostock-Besucher ist nicht nur das Stadtzentrum sehenswert. Im 19. Jahrhundert, in der Gründerzeit, begann sich die Stadt stürmisch zu entwickeln. Es war die Zeit der Industrialisierung. Prunkvolle Villen und Häuser entstanden. Das Stadtwappen, der Greif, war zu dieser Zeit auf 378 Schiffen zu finden. Damit besaß Rostock die größte Flotte an der Ostseeküste. Die Stadt hatte ihre alte Bedeutung wiedererlangt. Mehr über Geschichte und Entwicklung der Stadt am Meer verraten in Wort und Bild auch die Rostocker Museen. Spezielle Ausstellungen erwarten die interessierten Besucher, ob nun in historischem Gemäuer oder auf einem ehemaligen Handelsschiff. Diese Sammlung ist in dem ehemaligen Zisterzienser-Nonnenkloster untergebracht, das die dänische Königin Margarete I. der Stadt im Jahre 1270 stiftete. Die älteste Universität im Ostseeraum ist hier zu Hause. Seit 1419 kann man in Rostock studieren. Auch in unserer Zeit besitzt die Lehranstalt eine enorme Anziehungskraft auf Studenten aus aller Welt. Mehr als 10.000 Studenten schätzen gegenwärtig das breite Fächerspektrum der Lehranstalt. Der wissenschaftliche Nachwuchs eifert auf den Spuren der Ehrendoktoren der Alma Mater, wie Albert Einstein, Max Planck und Heinrich Schliemann, um beste Ergebnisse in Ausbildung und Wissenschaft. Die von der Industrie unterstützte Forschung erbrachte für die Wissenschaftler auf vielen Gebieten weltweite Anerkennung. Eine Woche lang im Sommer ist die Stadt eine einzige Bühne für junge Musikanten aus Europa. Beim traditionellen Musikantentrip Ostsee versetzen junge Bläser Gäste und Einwohner in ganz besondere Stimmung. Ein außergewöhnliches Spektakel ist das alljährliche Waschzuberrennen, das zum Sommerauftakt im Ostseebad Warnemünde veranstaltet wird. Dafür gibt es wohl keinen besseren Ort als diesen, wo das Meer das Land berührt. Im ganzen Ort wird der Umgang gefeiert. Dieses Volksfest hat eine lange Tradition und ist längst zu einem Ritual geworden. Warnemünde und der alte Strom, das gehört untrennbar zusammen. Auf der wohl schönsten Fußgängermeile Deutschlands kann man einfach alles machen. Bummeln, die Seele baumeln lassen, salzige Seeluft schnuppern, ein wenig klönen oder einem Fischer zusehen. Aus dem ehemaligen Fischerdorf wurde eines der bekanntesten Seebäder Deutschlands mit unverwechselbarem Flair. Im Heimatmuseum kann man viel über die Entwicklung des einst unbedeutenden Dorfes zum Ostseebad erfahren. Typisch für Warnemünde sind auch die ehemaligen Fischerhäuser mit den später davor gebauten Veranden. Wer sein Glück auf nicht alltägliche Art in Warnemünde finden möchte, hat auch dazu Gelegenheit. Auf der großzügigen Promenade
die von Häusern in typischer Bäderhausarchitektur und noblen Hotels flankiert wird, erlebt man jeden Tag verliebte Menschen. Sie haben ihr Glück offensichtlich gefunden. Im Mittelpunkt und weithin sichtbar steht der gut 100 Jahre alte Leuchtturm. Schon aus einiger Entfernung ist die stimmungsvolle Blasmusik zu hören, mit der das Orchester der Stadt einlädt. Fast täglich erklingt hier Musik in unmittelbarer Nähe zum Strand. Der von Warnemünde ist ein ganz besonderer. Er ist breit und herrlich weiß. Übrigens, hier wurde der Strandkorb erfunden. Besonders die Jüngsten sind bei uns gut aufgehoben. Angenehme Wassertemperaturen und eine flache Uferzone sind für sie ideal. Ob nun Strandspiele, Sonnenbaden oder aber das Tummeln in der sauberen Ostsee. Jeder wird garantiert zwischen Dietrichshagen und Markgrafenheide das Richtige finden. Der Beifall gilt wahren Könnern. Beachvolleyball hat in den letzten Jahren viele Freunde gefunden. Diese deutschen Meisterschaften sind nur einer der sportlichen Höhepunkte, die regelmäßig am Warnemünder Strand veranstaltet werden. Segler aus aller Welt haben den Kurs vor Warnemünde längst entdeckt. Es gibt wohl in ganz Europa kein besseres Segelrevier und es gehört mit zu den besten der Welt. Dafür sprechen optimale Bedingungen für Sportler und Zuschauer. Das Warnemünder Segelrevier ist Regatta erfahren. Idealer Austragungsort für Welt- und Europameisterschaften. Zur Warnemünder Woche im Juli kommen alljährlich mehr Segler. Warnemünde, das ist nicht nur der einzigartige Kur- und Badeort, sondern es sind auch Schiffbau, Hafen und Fischerei zu Hause. Von Rostock aus werden Brücken übers Meer geschlagen. Der Tourismus von und nach Skandinavien hat große Perspektiven. 20 Mal am Tag kommen und gehen Fähren nach Dänemark und Schweden auf die Reise. Das Aufkommen ist enorm. 5 Millionen Tonnen Güter und 1 Million Passagiere werden pro Jahr registriert. Die Rostocker sind für ihre gute Gastfreundschaft bekannt. Warnemünde ist für Kreuzliner zu einem der beliebtesten Ostseehäfen geworden. Regelmäßig laufen die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt auf ihrer Rundreise durch die Ostsee den Hafen an der Warnow an und machen am Passagierquai fest. Für diese Beliebtheit mag die geografische Lage der Rostocker Region ein zusätzlicher Grund sein. Nach gut 2 Stunden Reisezeit ist man bereits in der deutschen Hauptstadt Berlin. Ohne Übertreibung gilt, die Welt gibt sich in Rostock ein Stelldichein. Diese Besucher sind gerade rechtzeitig gekommen, um den maritimen Höhepunkt des Jahres an der Ostsee mitzuerleben. Die Hansesee. Zum alljährlichen Windjammertreffen der Traditionssegler steuern Segelschiffe aus aller Welt die Rostocker Gewässer an. Die Abgesandten einer vergangenen Epoche der Seefahrt kreuzen vor Warnemündes Küste und auf der Warnow. Der Mastenwald der dicht an dicht gedrängten Schiffe ist ein Schauspiel besonderer Art. Neugierige Besucher sind jederzeit herzlich willkommen. Die Schönheit der betagten Schiffe und die einmaligen Stunden zum Tagesausklang werden sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Die Norddeutsche Philharmonie, ein Klangkörper von hohem Rang bei einem nicht alltäglichen Konzert. Von kleinen Ablenkungen des Wettergottes lassen sich die Rostocker überhaupt nicht beeindrucken. Sie sind wassererprobt und musikbegeistert. Aber auch Theater und Ballett sind in Rostock zu Hause. Dieses Konzert fand für einen 100-jährigen Jubilar statt. Für den Rostocker Zoo, der zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist. Rund 2000 verschiedene Tiere haben hier ein Zuhause gefunden. Es sind besonders die Vertreter der nördlichen Breiten und die Meerestiere, wie die Robben, auf die man sich spezialisiert hat. Ganz oben an stehen die Eisbären. Sie sind zum Wappentier des Zoos geworden. Für sie wird in Rostock das internationale Zuchtbuch geführt, weltweite Anerkennung für gute Nachwuchspflege. Wenn die Sonne im Herbst an Kraft verliert, dann ist es Zeit für das Drachenfest in Warnemünde. Unzählige von großen und kleinen Flugapparaten verzaubern den Himmel. Wahre Kunstwerke werden vom Wind in die Höhe getragen. Die einmalige Kulisse lockt immer wieder aufs Neue zahlreiche Schaulustige hierher.
Rostock ist eine Stadt mit großer Sporttradition und begeisterten Fans. Neben den Fußballern des FC Hansa und den Leichtathleten sind es vor allem Wassersportler, die die Stadt weltweit bekannt machten. Olympiasieger, Welt- und Europameister sind hier daheim. Regelmäßig werden neue Talente entdeckt und durch hervorragende Trainer geformt. Showveranstaltungen und internationale Wettkämpfe beleben das immerwährende Interesse am Sport. Start für ein weiteres sportliches Highlight, das auf dem Wasser stattfindet. Alljährlich im Herbst dröhnen die Motoren und das aufgewühlte Wasser der Warnow wird zur Rennpiste der besten Piloten des Wasserrennsports. Sozusagen inmitten der Stadt vor einer einmaligen Kulisse und von den interessierten Zuschauern hautnah zu erleben, geht es um die Entscheidung in den Läufen zur deutschen Meisterschaft. Natürlich machen so viele Erlebnisse hungrig. Einheimische Restaurants und Seemannskneipen verwöhnen ihre Gäste mit Gaumenfreuden der Region. In der Altstadt allerdings gibt es eine Schenke, den Petrikeller, in der man sich ins Mittelalter versetzt fühlt. Nicht nur die Musik und das Ambiente passen zu der damaligen Zeit, auch Tisch- und Esssitten sind sehr rustikal. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Stadtzentrum verwandelt sich in den größten Weihnachtsmarkt in Norddeutschland. Gelegenheit für Weihnachtseinkäufe, Bratäpfel und Glühwein. Kinder freuen sich auf den Weihnachtsmann. Dieser lässt mit seinem Gefolge nicht lange auf sich warten und die Vorfreude auf das schönste Fest des Jahres steigt bei Jung und Alt. Ob nun im Stadtzentrum oder aber am Strand von Warnemünde. Egal, wo das Riesenrad steht, dort ist immer etwas los. Über Rostock und seine reizvolle Umgebung müsste man noch sehr viel mehr berichten. So von der IGA, der Internationalen Gartenbauausstellung, die direkt am Meer stattfinden wird. Am besten, Sie schauen selbst einmal vorbei. Über 70 Hotels und Pensionen erwarten Sie. Überzeugen Sie sich vom Charme der Stadt an der Ostsee. Und Sie wissen ja, mit ein wenig Glück wird man hier so begrüßt.